Hurricane, bitte lass dich nicht töten. Da steht ein Wallhacker. Guck mal, wir! Hat der auch einen Wallhacker oder was? Hurricane? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch Cheater weg zerfisten Teil 800. Wir wollen brutal. Was war denn das gerade eben? Achtung, ich war mal kurz langsam. Hat er da gerade eben hochgeaimt? Durch die Wand? Auf A? Nee. Wir wollen wie immer Counter-Strike etwas Cheater-unfreundlicher machen. Oh, das sah aber. Er scheint zu wissen. Gut, das war jetzt ein AWP-Schuss. Aber er hat doch jetzt schon sehr, sehr genau drauf geguckt. Allein vom Geräusch hätte ich gedacht, er steht noch hier auf dem, ja, auf dieser Rampe. Naja, er weiß, dass er da hinten aimt, deswegen rennt er nicht rein oder sowas. Haben wir jetzt echt schon den Warlock am Start? Oh, er war sogar noch drauf, als er durch die Smoke gehüpft ist, okay. Wir helfen aktiv dabei, Counter-Strike noch ein bisschen schöner zu machen, indem wir ein paar Cheater kicken. Ja, okay, wir haben hier einen Wallhack am Start. Hat er die Steps vielleicht gehört? Nee, ne? Das ist einfach ein Wallhack. Ja, es ist ein ziemlich... Ja, okay, es ist ein, total krasser Wallhack. Und dann ist es... Oh mein Gott, und dann ist er noch so ein lackiges Stück Scheiße. Das darf sowas wahr sein. Er hätte diesen Tod jetzt so verdient, aber er geht nicht rein. Einfach weil er Glück hat, der Drecksack. Nun ja, egal. Der Bann ist ihm auf jeden Fall zu 100%ig sicher, denn in dieser ersten Runde wird jeder andere Overwatcher auch den Wallhack erkennen und ihm den drücken. Wir schauen mal, ob er noch etwas mehr hat. Sieht nicht danach aus. Ich mach gleich mal langsam für den nächsten Kill. Auf Mitte läuft noch einer hoch. Den hat er eben auch beäugt schon. Der dreckige Drecksack. Er muss erstmal planen. Ach, er hat auch noch die Bombe. So. Unglaublich. Unglaublich. Vor allem, weil Cheater einfach diese Doppelwirkung haben. Erstens mal ist es scheiße, weil sie halt diesen Vorteil haben. Praktisch diesen. Ich habe zwar einen kleinen Schniedel, aber dafür habe ich im Spiel einen Vorteil. Aber noch zusätzlich haben sie diesen negativen Beigeschmack davon, dass sie deine Mates salty machen. Beziehungsweise dadurch, dass diese Cheater überhaupt existieren. Deine Mates das Wort Cheater. Deine Mates das Wort Cheater überhaupt kennen und deswegen auch bei Gegnern, die einfach nur etwas gut sind, meinen, oh, der cheatet und dann salty werden und nicht mehr richtig spielen, ja? Alles wegen diesen dreckigen Hunden, es ist unglaublich, wie extrem weitgreifend diese ganze Geschichte überhaupt ist mit dieser Cheaterei, ja? Es ist ja nicht einfach nur, ich habe jetzt einen Vorteil und hippie, sondern das, was ich gerade angesprochen habe, ist ein Fakt, den ich im letzten Matchmaking auch, ja, wieder live zu spüren bekommen habe. Wir haben gegen Gegner gespielt, die eindeutig nicht gecheatet haben. Und meine Mates haben, nachdem ich nach der 6., 7. Runde, ohne dass wir was gerissen haben, gefragt habe, warum sie nicht callen, hat einer geschrieben, weil er das Spiel aufgegeben hat wegen den Cheatern. Es ist so bescheuert. Ich meine, es ist natürlich auch der räudigste Spaß der Welt, dass er sowas sagt, ganz klar. Aber wenn es die ganze Cheaterei an sich nicht gäbe, beziehungsweise das Wort nicht etabliert wäre, die Menschen gar nicht wüssten, dass man betrügen kann, obwohl man es kann, dann gibt's doch was nicht. Dann wird jeder sagen, oh, das ist aber scheiße gut. War das jetzt noch ein Aimbot oder so? Nee, ne? Solche Leute müssten einfach härter, also wirklich im realen Leben bestraft werden. Guck mal, da ist sogar mittlerweile ein Bot dabei. Oder war der die ganze Zeit schon dabei? Keine Ahnung. Er nutzt seinen überkrassen Wallhack, um wirklich hier ganz geschickt sich an den Leuten... Und er kommt dann nicht da hoch. Ein zweites Mal hat es nicht geklappt. Oh! Er macht's aber auch wie ein Vollidiot. So, jetzt will ich mal gucken, was er da so hat. Der Mate hat den gekillt. Hier ist die Bombe. Ich glaube, auf Short kommt der Letzte. Ich wollte gerade callen Short, aber... Guck's dir an. Um Himmels Willen, wie salty der jetzt sein muss, dieser kleine Cheater. Wisst ihr, überlegt mal. Er weiß genau, dass er jedes Mal, wenn er eine Begegnung mit einer Frau hat, sofort, sobald er sich untenrum auszieht, total ausgelacht wird, weil sie fragt, wo ist er denn hin? Und zweitens, hat er den Diffuse nicht hinbekommen. Bitter. Mann, 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 das ist wieder eine schöne Runde hier im Overwatch. Was ist einem lieber als Overwatcher? Dass man nie Cheater hat, was einem zeigt, dass es gar nicht so viele gäbe. Oder dass man immer Cheater hat, dass man dafür sorgen kann, dass sie gebannt werden. Aber es zeigt ja zugleich, dass es so extrem viele Cheater gibt, dass man ständig tatsächlich Cheater reported hat. Ich schätze jetzt einfach mal. Lass mich mal kurz eine Schätzung abgeben. Also in 20-30% der Fälle der Reports sind es keine Cheater. Sondern entweder reporten da irgendwelche Spastis, weil sie denken, oh, der ist scheiße gut, muss ein Cheater sein. Oder wegen Grief, Chat Abuse, Voice Chat Abuse und so weiter. Und das sind 20-30% der Reports. Die gar keine richtigen Cheater sind, sondern die natürlich schon begründet wegen Grief und so weiter reported werden. Oder aber eben einfach, weil die Leute es einfach nicht verstehen, wenn jemand gut oder besser ist als sie. Es geht bei sehr vielen nicht in die Birne rein. Ja, was würde uns das dann zeigen? Ich meine, für die Show, für YouTube, zum Zeigen sind natürlich die Cheater viel, viel besser. Es ist ja jedem klar, dass wenn man hier einen Spinbot am Start hat, dass man daraus einen schönen Titel generieren kann. Oder jemand, der halt wirklich alle Cheats aktiviert hat, dass man da ein richtig krasses Video draus ziehen kann. Das daubtet ja keiner. Hey, wie heißt es auf Deutsch? No doubt. Da gibt es keine Zweifel. No doubt. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr ein Wort kennt, wisst, also ihr wisst es, was es heißt und euch fällt auch das englische, französische oder was weiß ich Wort ein, aber nicht das deutsche oder eben nicht das in eurer Muttersprache. Das ist doch eigentlich total unlogisch, oder? Ich meine, klar, so eine Wortfindungsstörung ist jetzt nicht gerade unnatürlich, aber schon, wenn man ehrlich ist. Hurricane, bitte lass dich nicht töten. Da steht ein Wallhacker. Guck mal, wir... Hat der auch einen Wallhacker oder was? Hurricane.
wie er so geguckt hat. Ja, da ist einer. Warte kurz. Ja! Ja, und schon habe ich den Titel. Zwei Cheater oder sowas. Oder Doppel-Wallhack oder irgendwie, keine Ahnung. Also das sah schon merkwürdig aus, oder? Das unterstelle ich ihm jetzt, dass er auch Wallhack hat. Zwei Cheater in einem Game. Titel ist zu lang. Zwei Cheater-Game. Titel ist bescheuert. Doppel-Cheater. Unverständlich. Wahrscheinlich Standardtitel, wie ich sie sonst immer wähle. Exactly. Oh! Wie er so zur Seite weggeflogen ist. Hier hebt mein Leg. So. Naja. Also, wir haben ganz klar den Vision Assist am Stissel. Griefing, soweit ich gesehen habe, war da nichts vorhanden. Other External Assistant. Und Aim Assistance. Nicht wirklich, oder? Nee. Er ist einfach nur ein verschissener Wallhacker. So, Submit. Falls ihr Einwände habt bezüglich meines Urteils, könnt ihr diese natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke aber, dass der Fall ziemlich klar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand sagen wird, der ist total clean. Tapaltunnel. Oder so. Aber falls doch, werde ich es lesen und beantworten. Ja gut, alles klar. Na? Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann habt ihr hoffentlich auch die Medaille im Sack. Macht's gut. Ciao, ciao. Waggy. Messer drauf, Alter. Tsching, tsching. Hast du das gewusst, dass du Messerle drauf sind? Das ist jetzt sexy.